Betten in einem Krankenhaus übernehmen. Vor lauter Arbeit merkt er nicht, dass seine Ehe am Zerbrechen ist. Dann passiert etwas Schreckliches. Frau Homberg. Mechthild, eine gute Freundin der Familie, stirbt kurz nach der Entbindung ihrer Tochter. Frau Homberg, hören Sie mich? Wohin mit dem Baby? Der Vater ist geschäftlich in Südamerika. Doch Dr. Mertin plagen noch andere Sorgen. Was ist, Doktor? Ist was mit meinem Kind? Eine schwangere Patientin wurde von ihrem Mann geschlagen und hat dabei ihr Kind verloren. Heinke Mertin nimmt Kontakt zu der Schwester von Mechthild auf und will sie überreden, das Baby zu adoptieren. Sie sind doch die Linde Schönherz, oder? Ja, und? Haben Sie uns irgendwas angestellt oder habe ich im Lotto gewonnen? Ich bin die Heinke Mertin, also die Tochter von Marlene Mertin. Und ich, also wir sind gekommen, weil... Wir sind gekommen wegen dem Kind ihrer Schwester. Genau. Ist was passiert mit dem Würmchen? Nein, nein, der kleinen Mechthild geht's gut. So gut, wie es einem Baby in einer sterilen Klinik nur gehen kann. Naja, und warum seid ihr nun zu mir gekommen? Es muss schön sein, in so einer Familie aufzuwachsen, mit drei Brüdern, die einen beschützen können. Tja, Mädels, ich verstehe euch ja, aber da muss sich dann doch wohl mal der Vater darum kümmern. Der hat sich ja bislang für meine Schwägerin kein Bein ausgerissen. Mein Gott, wir kommen ja gerade mal so zu fünft über die Runden. Und für Linde wäre so ein lüttes Kind auch zu viel. Ach, das glaubt mir mal, mein Schatz. War sie ein Mädchen? Ja. Ich wusste es. Ich hab's gespürt, wissen Sie? Ich hätte so gern behalten. Ich weiß. Eigentlich wollten wir beide ein Mädchen. Reininger, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber das brutale Verhalten Ihres Mannes ist schuld daran. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn es Ihnen wieder besser geht, werden wir uns in Ruhe was überlegen. Die Arbeit in der Klinik, die macht ihn krank. Den ganzen Tag ist er mit kaputten Menschen zusammen. Dann betrinkt er sich natürlich. Damit er nicht selber verrückt wird. Er muss da raus. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt schlafen Sie sich aus. Wir werden einen Weg finden. Da geht eine Wärme aus von der Linde Schönherz. Wahnsinn. Wie soll den Trainingskurs für überstresste Elternteile anbieten? Da wüsste ich schon, was ich meinen Leuten zu Ostern schenke. Die ersten vier Kursteilnehmer hätte ich schon. Vorausgesetzt, Dad muss nicht wieder in dieser blöden Klinik sein. Glaubst du, Leute über 40 sind noch lernfähig? Eher nicht. Ja, ich glaube, Familienleben ist auch mehr was Instinktives. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Also die Linde Schönherz, die hat's. Das sagt mir mein Instinkt. Ja, aber sie hat halt auch eine Menge um die Ohren im Moment. Ich glaube, die kleine Mechthild wird noch eine Weile warten müssen. Erst stecken sie es in irgendeine Sozialstation und danach geht der ganze Adoptionskram los. Nee, nee, du. Ja, was willst du denn machen? Warte ab und vertrau auf die Mutterinstinkte. Es ist wie mit den Frühlingsgefühlen. Erst muss der Frühling da sein und dann kommen auch die Gefühle. Auch wenn sie noch so vom Alltagsstress zugeschüttet waren. Heinke, Heinke, übertreib's bloß nicht. Also, macht's gut, meine Damen, bis heute Abend. Wieso? Bist du nicht der Mittag da? Heute ist doch Dienstag. Ich werde zu den Schönherzens fahren. Bisher habe ich Linde ja immer bloß im Krankenhaus gesehen. Ist doch super, dann kannst du die kleine Mechthild gleich mitnehmen. Das ist nicht so einfach, da müssen noch einige Formalitäten erledigt werden. Die Linde Schönherz hat zu mir gesagt, dass sie die Kleine so schnell wie möglich haben will. Die Familie ist das Beste, was der Kleinen passieren kann. Ich denke, der Koller sieht das nicht anders. Dann ist doch alles paletti. Warum willst du die Kleine denn länger als nötig in diesem weißlakigen Krankenhaus lassen? Das Kind braucht jetzt Zuneigung und Streicheleinheiten. Gerade die ersten Lebenswochen sind entscheidend, wie einer später mit der Welt zurechtkommt. Aha. Dann müssen wir bei dir ja alles richtig gemacht haben. Wenn ich den bürokratischen Kram erledigt habe, kann Frau Schönherz das Kind vielleicht morgen abholen. Hm? Und wie? Soll sie das Würmchen vielleicht mit in die zugige S-Bahn nehmen? Mit dem Auto geht nicht. Ihr Mann, der muss sich um die Kneipe kümmern. Warum denn erst morgen? Wenn du heute sowieso hinfährst, kannst du sie doch wirklich beide mitnehmen. Mit dem Motorrad? Ach Quatsch, natürlich mit dem Taxi. Also die paar Mark werdet ihr für das Kind eurer besten Freundin doch wohl übrig haben. Ich werde sie anrufen und fragen, ob ich irgendwas für die kleine Mechthild besorgen kann. Lass mal, ich mach das schon für dich. Ihr könnt euch ja dann vor der Klinik treffen, Linde und du. Ist es um zwei in Ordnung? Ja. Ich sage dann, dass du alle Formalitäten erledigt hast. Ich werde mein Bestes geben. Ja, nicht, dass sie das Kind dann am Ende nicht rausgeben. Und die in der Klinik sind doch auch froh, wenn das Kind in eine heile Familie kommt. Also, um zwei. Zum Schwank, Schönherz.
Frau Schönherz? Ja, hier ist Heinke Mertin. Ah, Heinke. Hallo. Wir können Mechthild heute schon abholen. Heute? Mein Mann, der hat noch gar nicht zugestimmt. Wir sind hier mitten im Umbau. Das ist die denkbar schlechteste Zeit, ihn zu überzeugen. Und dann die Formalitäten. Mein Vater hat alle Formalitäten schon erledigt. Mechthild muss unbedingt heute abgeholt werden. Um 14 Uhr. Ja, wollen sich denn deine Eltern kümmern bis... Heinke? Hallo? Ja, meine Eltern kümmern sich. Aber sie müssen schon da sein, wenn mein Vater die Kleine aus der Klinik holt. Das geht nur mit einem nahen Verwandten. Ja, soll ich denn nicht lieber nochmal mit deinen Eltern sprechen? Nein, da ist ja schon alles klar. Mein Vater holt heute mit Ihnen Mechthild ab und danach fährt er euch nach Hause. Hallo, Heinke? Um 2 vor der Klinik. Sonst wird Mechthild zur Adoption freigegeben. Tschüss. Hoffentlich geht das gut. Mein Gottchen, was bist du doch für ein süßer kleiner Wurm. Sie sieht ihn sehr ähnlich. Das ist ja auch kein Wunder. Die Mechthild, meine kleine Schwester. Was hat die mich immer aufgezogen mit meinen 4 Männern? Dafür hat sie keine Zeit, hat sie immer gesagt, wollte sich selbst verwirklichen, hat gar nicht gewusst, was sie damit meint. Und jetzt, oh, den richtigen Halt gefunden hätte für ihr Leben. Wir fahren nach Claro in den Schwamm. Na klar, das muss erst mal begossen werden. Ist aber ein süßer Franz, den sie da abholen. Ernster Vater! Ja, die reinste Baustelle. Wenn das erstmal hinter uns liegen würde, da hat mein Mann dann auch wieder einen klareren Kopf. Wegen der Kleinen und überhaupt. Wie hat's denn Ihr Mann eigentlich aufgenommen? Der hat genauso geheult wie ich, der große Kerl. Naja, war ja auch kein Wunder. Linde, kommst du bitte mal? Ich komme mit den Rechnungen nicht klar. Das ist Dr. Mertin. Mein Mann, Benno Schönherz. Guten Tag. Tag. Und das ist die kleine Mechthild. Die Mertins kümmern sich fürs Erste um sie. Du weißt doch, die Mertins, die Freunde von der Mechthild. Die Tochter war neulich bei uns. Naja, wenn ich noch 10 Jahre jünger wäre und die Zeiten nicht so hart... Mein Gott, so ein kleiner Schieter. Wenn Sie viel Freude mit haben. Ich muss wieder auf den Bau. Ach, Sie können uns mal besuchen mit dem kleinen Metzger. Also dann, vielen herzlichen Dank und grüßen Sie Ihre Familie. Bis bald dann. Wiedersehen. Ja. Hallo? Ja? Was ist denn? Der Doc ist immer noch nicht da. Hat er irgendwas zu dir gesagt? Nee, aber vielleicht liegt er im Stau. Der ruft immer an, wenn irgendwas dazwischen kommt. Immer. Lass uns doch schon mal anfangen. Frau Brehme, bitte. Der Doktor wird gleich da sein. Gehen Sie schon mal ins Untersuchungszimmer. Machen Sie frei. Ja. Elika, besorgen Sie frische Windeln und vor allem etwas Babynahrung. Guten Tag, Dieter. Ja, komm. Als Frauenarzt sind Sie ja ungeschlagen, Doktor, aber als Babysitter wären Sie total preisverdächtig. Ist das gar keine Mündel hier als Anschauungsobjekt gemeint? Zum Wickeltraining. Oder haben Sie uns etwa etwas verheimlicht, Doktor? Jetzt lass den Doktor doch endlich mal erklären, was er mit dem süßen Franz hier will. Ich verstehe gar nicht, was es da so zu gackern gibt. So ein Baby ist doch das Normalste von der Welt. Und es wird unseren Tagesablauf auch nicht stören. Natürlich nicht. Zum Feierabend werden wir schon eine Lösung. Spätestens. Das ist das Kind von Mechthild Homberg und wir werden uns halt mal einen Tag darum kümmern. Tut einfach so, als wäre es gar nicht da. Wen haben wir denn heute als Erstes? Frau Brehme, Sie wartet schon im Behandlungszimmer. Sie wollten nur einen Abstrich machen. Ja, und danach kommt Frau Hohlbein. Na also, wird es also ein ganz normaler Praxis. Also, dann lasst uns mal an die Arbeit gehen. Ja, aber... Dann arbeiten wir heute nur die Hälfte. Hallo, schöne Frau. Hallo. Guten Abend, Freiler, bitte. Wie geht's uns denn so? Hm? Danke. Ja, guten Abend. Setz dich. Nach der Hektik heute brauche ich jemanden, mit dem ich reden kann. Willst du etwas trinken? Ja, gerne. Was war denn los? Und wo ist Markus? Der ist sicher noch in der Praxis.
Er hatte heute aber auch einen übervollen Tag. Unter anderem hat er Mechthilds Baby untergebracht. Schön herzens. Adoptieren die Kleine. Danke. Das freut mich aber. Sicher die beste Lösung. Ja. An der außerdem auch Heinke ihren Anteil hat. Tatsächlich? Da kommt ja unsere junge Heldin. Schön, dich zu sehen, Kleine. Ich helfe dir beim Abräumen, Ella. Ist dir nicht gut, Kind? So, nun wollen wir uns gemeinsam meiner Lieblingsbeschäftigung in dieser Ehe widmen. Warten. Ich warte mit dir. Prost. Prost. Ich gehe noch mal weg. Und was wird aus deiner angebotenen Hilfe? Ein andermal, Ella. Tschüss. Wo willst denn du noch hin? Ins Kino mit Florian. Ich will euch ja nicht stören. Kommen Sie gut nach Hause. Ja. Feierabend. Och, unser süßes Kleines. Du hast es gut, du schläfst schon. Was machen wir jetzt mit unserem Sorgenkind? Also tschüss dann. Ihr kommt ja jetzt ohne mich zurecht. Ich bin gerade eingeschlafen. So, ich hab alles zusammengepackt. Babynahrung, Windeln und zwei Strampler, wissen. Na, das sehen Sie ja alles, wenn Sie dann zu Hause sind. Wie soll ich das jetzt verstehen? Na, wollen Sie das Kind vielleicht hier lassen, Doktor? Natürlich nicht. Aber ich habe fest mit eurer Unterstützung gerechnet. Angelika, was ist? Schläft so schön bei ihm. Ja, aber erst nachdem ich eine halbe Stunde mit ihm durch die Gegend gewandert bin. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich habe zu Hause schon genug Zoff. Wenn ich jetzt noch mit dem Baby da auftauche, dann rastet mein Freund völlig aus. Vielleicht kommt er auf die Idee, eine Babysitterfirma zu gründen. Ha, ha, ha. Ja, und Hannelore? Nur eine Nacht. Ich würde ja gerne, aber ich bin leider verabredet. Wieder mal der ultimativ richtige Typ? Halt du dich da raus. Sag mal, was ist eigentlich mit dir? Du bist doch sonst so sozial engagiert. Also, ich muss jetzt wirklich tschüss. Also, wissen Sie, Doktor, ich habe heute Abend ein paar Freunde eingeladen. Und das ist so schlechte Luft, die rauchen die ganze Bude zu und es ist viel zu laut. Für die zarten Babyohren. Und morgen will ich ja in die Klinik mit den Henninger Zwillingen zu ihrer Mutter. Ja, also für mich wird es jetzt auch wirklich Zeit. Doktor, Sie haben doch Erfahrungen mit Babys, hm? Ja, natürlich habe ich Erfahrungen. Aber nur, wenn sie im Mutterbauch sind. Das ist mit meiner Tochter jetzt doch schon 16 Jahre her. Aber das verlernt man nicht. Das ist wie mit dem Schwimmen. Gut. Hi. Also, macht's gut. Können Sie nicht mit Ihrer Freundin? Nein. Aber ich kann sie mit der kleinen Mechthild nach Hause fahren. Hm? Ihre Frau freut sich bestimmt, wenn sie wieder was Kleines zum Knuddeln hat. Am Ende gibt sie es gar nicht mehr her. Na, und ihre Tochter ist doch auch schon alt genug. Die kann schon mal richtig üben. Na, dann nicht. Schönen Abend noch. Ich liebe es, von meinen Mitarbeitern in entscheidenden Augenblicken im Stich gelassen zu werden. Aber das eine sage ich euch. Bin ziemlich nachtragend. Na schön. Hast du Glück gehabt. Schläfst du bei mir. In einer schönen, großen, heißen Lage. Hm? Doch ein toller Film, oder? Mhm. Sag mal, soll ich dich noch ein Stück begleiten oder willst du gleich zum Bus? Ich denke, wir gehen noch ins Starlight. Jetzt noch? Kommst du keinen Zoff, wenn du erst so spät nach Hause kommst? Ich schätze mal einfach, je später ich nach Hause komme, desto geringer ist der Zoff. Hä? Na, kommst du mit oder nicht? Ja, okay. Ich gehe dann mal auf mein Zimmer. Die kleine Süße überlasse ich euch. So, fertig. Was für ein Glück, dass du Heinkes Wiege aufgehoben hast. Es gab eine Zeit, da hätten wir sie vielleicht ein zweites Mal brauchen wollen. Also noch so ein wohlgeratenes Kind wie meine Tochter und ich wäre bereits pensioniert wegen Nervenzerrüttung. Kannst du mir eigentlich verraten, wo die steckt? Mitten in der Nacht? Die wartet ab und hofft, dass wir uns an den Anblick der kleinen Mechthild gewöhnen. Sie hat mich ja die ganze Woche schon bearbeitet. Und? Könntest du dich daran gewöhnen? Es wäre vielleicht eine Chance für uns. Aber das wäre sentimental und Mechthild gegenüber unverantwortlich. Wir hätten noch Kinder haben können, Markus. Aber wir fanden immer, dass die Zeit nicht günstig wäre. Zuerst das Studium zu Ende, dann den Facharzt und irgendwann haben wir uns eingeredet, dass die Welt zu gefährlich sei, um Kinder hineinzusetzen. Alles Unsinn. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und du auch nicht. Komm, bringen wir sie ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer? Ja. Oder willst du die Nacht im Wohnzimmer bleiben? Natürlich nicht.
So, sie schlafen. Jetzt kannst du gehen. Morgen früh sieht alles anders aus. Kannst du mir vielleicht mal verraten, was der ganze Zauber überhaupt soll? Wir haben eine Schwester bekommen. Hey, Moment mal. Ich hab doch deine Mutter neulich erst in der Schule gesehen. Davon war überhaupt nichts zu bemerken. Da wusste sie auch noch nicht. Außerdem ist es wahrscheinlich nur vorübergehend. Tschüss. Markus, du musst dir auf den Arm nehmen. So, ja. Du hast Angst gehabt vor dem großen Bären. Ja, das ist besser. Gut. So geht das ganz einfach. Du bist eben nur ein Theoretiker. Steckt noch die Intelligenz unseres Töchterchens drin. Ja, die hat uns die Suppe eingebrockt. Soll sie jetzt auslöffeln? Markus, du bist doch eigentlich nicht wecken. Wir sind doch auch wach. Sie ist selbst noch ein Kind. Und außerdem muss sie morgen zur Schule. Und ich muss morgen in die Praxis. Also wenn Koller morgen nicht antanzt, dann fahre ich selbst nach Bolivien und hol ihn. Wir wären tolle Eltern, wenn wir noch so einen Wurm hätten. Schon eine Nacht macht uns alle. Psst. Ich glaube, es schläft. Ganz ruhig. Komm, nimm sie mit ins Bett. Vielleicht schläft sie dann. Ja, ist ja gut. Pass auf, dass du sie nicht erdrückst. Ja, ja. Hier ist der Schnuller. Guten Morgen. Ihr seid schon auf? Oh, ist das eine süße Kleine. Habt ihr denn gut schlafen können? Jetzt schläft sie. Ich auch. Ich werde nur äußerlich wach. Und was machen wir jetzt mit ihr? Entschuldige, ich kann sie doch nicht wieder in die Praxis mitnehmen, geschweige denn in die Klinik. Das heißt, wir haben doch eine Kinderstation. Kannst du mich gleich in die Klinik fahren? Dr. Wilke ist eine ausgezeichnete Ärztin. Die wird nicht Nein sagen können. Guten Morgen. Was macht denn das Baby hier? Hat es etwa nicht geklappt mit den schönen Herzens? Das war kein so toller Einfall, mein Kind. Aber darüber später. Ich werde Koller eine Nachricht hinterlassen, wo er seine Tochter abholen kann. Was ist denn jetzt los? Wo wollen die denn so früh hin? Ich habe extra schön heißen Kaffee gekocht. Das würde auch nichts helfen, bei den kalten Herzen. Ach, Kollege Martin. Ja? Na, fehlt dem Kind etwas? Nein, nein. Das heißt, ja. Fieber? Nein, vielleicht zu wenig Schlaf. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es letzte Nacht überhaupt geschlafen hat. Mhm. Ist schon was dran an dem Spruch. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Nein, nein, liebe Kollegin, ist das Kind einer Freundin von mir. Mhm. Und warum bringen Sie es zu mir? Die Mutter ist gestorben. Das tut mir leid. Und was ist mit dem Vater? Vater ist ein vielbeschäftigter Mann, treibt sich irgendwo in Südamerika rum, verstehen Sie? Völlig. Ich habe erst gedacht, dass die Schwester der Verstorbenen das Kind zu sich nimmt, aber so wie es aussieht, scheint das nicht zu klappen. Tja, und wie kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen? Könnten Sie es nicht unter einem medizinischen Vorwand für ein paar Tage auf Ihrer Station unterbringen? Wir müssen unbedingt verhindern, dass es in ein Heim gesteckt wird. Ja, natürlich. Warum behalten Sie es nicht? Ich glaube, es fühlt sich richtig wohl bei Ihnen. Also ich muss jetzt in die Praxis, da kann ich es doch schlecht mitnehmen. Verstehe. Aber Sie wissen, dass ich das Kind nicht aufnehmen darf. Ich weiß aber auch, dass Sie es könnten. Also gut. Bis heute Abend soll das kein Problem sein. Bis heute Abend? Ich hatte wenigstens an 2 Tage gedacht. Also bis dahin müsste der Vater hier sein und könnte sich dann darum kümmern. Es
tut mir wirklich leid, Kollege Mertin, aber ich muss heute Abend nach Göttingen zu meinem Vater. Familienfeier. Ja, und außerdem werden morgen die Geburten beurkundet und spätestens dann würde der blinde Passagier auffallen. Also so eine Beurkundung dauert doch nicht ewig. Könnte man nicht... Man könnte nicht, wenn ich nicht hier bin. Und ich glaube auch nicht, dass sich meine Vertretung dazu überreden lässt, bei dieser Hilfsaktion mitzumachen. Ja, vielleicht kommt Koller schon heute. Also irgendetwas muss uns einfallen. Noch so eine Nacht. Ich schlafe bei meinen Patientinnen ein. Wir werden schon eine Lösung finden. Ich rufe Sie dann an. Ach, guten Tag, Henning. Henninger! Herr Henninger. Gut, dass Sie mich gleich informieren. Ich führe natürlich regelmäßig Gespräche mit dem Personal. Und ich weiß, welchen Belastungen die Pfleger ausgesetzt sind. Wenn ich das geahnt hätte. Der Mann wäre keine Stunde länger bei mir in der Klinik beschäftigt gewesen. Arbeitsrecht hin, Arbeitsrecht her. Wer kann schon in die Abgründe der menschlichen Seele schauen? Das wissen Sie sicher besser als ich. Ich kenne den Mann über 10 Jahre. Er ist ein guter Pfleger. Und gutes Personal ist nicht leicht zu bekommen. Wir sind davon ausgegangen, dass er sozial gefestigt ist. Ich glaube, er hat 2 Jungs. Geht die Frau vielleicht fremd? Ich glaube nicht. Er liebt seine Frau und seine 2 Söhne. Allerdings nur, wenn er nüchtern ist. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als mich unter diesen Umständen von Herrn Henninger zu trennen. Diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Nicht auszudenken, welche Konsequenzen das für unsere Patienten und für den Ruf der Klinik haben könnte. Einen Augenblick noch, Herr Kollege Neureuther. Sehen Sie etwa eine andere Möglichkeit? Wenn er entlassen wird, mag ich mir die Konsequenzen für ihn und für seine Familie gar nicht vorstellen. Ich bin nicht zu Ihnen gekommen, um einen bereits stark angeschlagenen Menschen ganz zu zerstören. Entlassen, einsperren, ausgrenzen, das ist sicher der einfachste Weg für alle Beteiligten. Sie haben leicht reden. Aber ich trage die Verantwortung für meine Patienten. Und sicherlich auch für Ihr Personal. Jetzt mal ganz im Vertrauen. Würden Sie mit einem unberechenbaren Alkoholiker in Ihrem Verantwortungsbereich zusammenarbeiten? Sie könnten dem Mann helfen. Allein findet er da nicht mehr aus. Will er sich denn überhaupt helfen lassen? Der Leidensdruck ist ziemlich groß. Ich bin sicher, er wird es versuchen. Und seine Frau? Glauben Sie, dass seine Frau die Kraft hat, ihm das zu vergeben? Sie hat nicht die Kraft, sich von ihm zu trennen. Und seine 2 Jungen schon gar nicht. Guten Tag, Entschuldigung. Mein Name ist Koller. Und zu wem wollen Sie? Ich wollte zu meinem Kind, neugeboren. Wie ist der Name Ihres Kindes? Homberg. Homberg. Vielleicht können Sie mir sagen, wo ich Frau Dr. Wilke finde. Ja, hier. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich habe Ihr Töchterchen zur Pflege auf meiner Station. Er wird sicher Dr. Mertin aufatmen. Er war sich nicht sicher, ob Sie rechtzeitig hier sein würden. Ich bin sofort losgeflogen. Aber die Flieger gehen da unten nicht im 20-Minuten-Takt, wie hier bei Ihnen die S-Bahn. Wo ist denn das Kind? Kann ich es sehen? Aber natürlich. Einen Moment, ja? Das ist sie. Hallo. Ich bin dein Vater. Ja, ich wundere mich auch. Hat er schon einen Namen? Ich meine, einen Vornamen? Mechthild. Wir haben es Mechthild genannt, nach seiner Mutter. Tag, Felix. Markus. Frau Felgentreu hat mir erzählt, wie sehr du dich gekümmert hast. Ich danke dir. Es tut mir leid, Felix. Mechthild. Darf ich? Aber natürlich. Warum musstest du dir ausgerechnet deinen Kerl für mich zum Vater aufsuchen? Ich kann einen Tunnel durch einen 4000er bohren, ich kann Computer füttern, aber keine Sorge, denn ich war selten so ratlos in meinem Leben. Sie werden schon lernen. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen oder sind Sie mit dem Auto da? Ich meine, Sie beide werden ja die Kleine nicht mit dem Motorrad zu Herrn Koller nach Hause chauffieren, oder? Nach Hause? Es tut mir leid, das ist völlig unmöglich. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen muss. Windeln und füttern. Und Frau Felgentreu ist da noch völlig unerfahren. Ich meine, erst einmal
ist das Kind doch hier bei Ihnen sehr gut aufgehoben. Zumindest, bis ich eine Lösung gefunden habe. Für Mechthild. Sie kann aber nicht länger hier bleiben, weil das wäre jetzt zu kompliziert. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass Mechthilds Schwester das Kind zu sich nimmt. Und wir dann alles Bürokratische mit ihr klären. Ich war heute Nachmittag schon bei den Schönherzens. Eine wundervolle Familie, eine Familie, wie ich es dir wünschen würde. Aber leider ist der Mann strikt dagegen. Ja, und wer kümmert sich nun um das Kind? Ich muss es wohl normal versuchen. Das Kind kann doch nicht irgendwo aufwachsen. Du brauchst eine Familie. Das werde ich dem Mann vermitteln. Die Familie sind in erster Linie Sie. Selbst wenn ich es wollte, ich kann doch meinen Job in Südamerika nicht von heute auf morgen hinschmeißen. Im Übrigen bin ich keine Familie. Ich bin Ingenieur. Ich will mich um dich kümmern, so gut ich kann. Wenn es jetzt nicht hierbleiben kann, Markus, kannst du denn hier etwas machen? Dr. Mertin, Telefon für Sie. Moment. Ja, Gysi? Was, die Kinder von Frau Henninger sind verschwunden? Ja, ihr Mann hat sie sicherlich in der Wohnung versteckt und lässt sich jetzt in der Kneipe volllaufen. Wir brauchen unbedingt den Wohnungsschlüssel. Und kein Wort zu Frau Henninger, die regt sich sonst unnötig auf. Gut, ich organisiere das. Sie warten dann vor der Haustür. Ich bin gleich da. Entschuldigt, aber ich muss los. Können Sie nicht einen Zug später nehmen zu Ihrem Vater? Ja, und dann? Was ist dann? Das weiß ich noch nicht. Aber mir wird sicherlich was einfallen. Ja, aber... So, und jetzt trocknet euch beide ab, meine beiden Männer. Einmal. So, ja, so schön. Du willst auch abgetrocknet werden, ne? So, ja. Und hier auch ein Handtuch. So, komm mal her. So. Wie spät ist es denn? 3:45. Eigentlich sollten Sie ja schon längst hier sein, meine Jungs. Machen Sie sich nicht schon wieder verrückt. Vielleicht musste die Schwester noch was erledigen. Komm schon. Na endlich. Ist etwas passiert? Schwester Gysi wollte schon vor einer halben Stunde mit meinen Jungs hier sein. Ein kleines Malheur, Frau Henninger. Gysi hat mich gerade angerufen. Sie war mit den Kindern beim Fußballspiel. Die wusste natürlich nicht, auf was sie sich da eingelassen hat. Die sehen jetzt aus wie Max und Moritz. Von oben bis unten voller Dreck. Sie wollte die Kinder gerne herrichten. Nun ist ihr Mann noch im Dienst und sie steht vor der Haustür und hat keinen Schlüssel. Ich war zufällig vorbei, also wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich... Aber das kann ich doch nicht verlangen, Herr Doktor. Doch, doch, natürlich können Sie das. Außerdem, es interessiert mich, wie das Match zwischen den beiden ausgegangen ist. Warten Sie, hier sind die Schlüssel. So. Die Jungs wissen ja, wo die Sachen sind. Danke. Na, endlich Feierabend. Warte, ich mach dir gleich eine Lage fertig. Nee, du lass mal, ich muss gleich wieder los. Ich wollte bloß ein paar Zigaretten ziehen. Na, aber Zeit für ein Bierchen wirst du doch haben. Oder sind wir dir nicht mehr gut genug? Ich muss nach Hause zu meinen Jungen, das habe ich denen noch versprochen. Ja, notier dich nicht. Ich habe einen neuen Job. Da wirst du doch mit mir anstoßen wollen, oder? Aber wirklich nur anstoßen. Dann muss ich gleich wieder los. Alles klar, Mann. Was seid ihr hier? Habt ihr Lust, mit zu eurer Mama zu kommen? Ja. Gysi, nimm die Jacken mit. So, da freut sich die Mutti. Es wird jetzt alles ganz anders werden, wo ich meine Jungs wieder hab. Ich hab das noch nicht gewollt, Mann. Ich wollte meine Hilde doch nicht schlagen, verstehst du? Ja, jetzt ist aber gut. Aber ich hab sie geschlagen. Immer wieder rechts und links und nochmal. Nur rechts. Ja, das ist nur dieser Doktor schuld. Das hat sie früher nie gemacht, niemals. Aber dem zeige ich dem Fatzke! Nur beruhige dich erstmal. Das wird schon alles wieder gut. Das ist es. Ich mache alles wieder gut, du hast recht. Hier, auf Kosten des Hauses. Ich mache alles wieder gut. Keine Zeit, ich muss los. Schreib an, ich bezahle es beim nächsten Mal. Papa, ganz lieb, Mama. Und glaub mir auch nie wieder. Ja, der hat bestimmt mitgeguckt dabei. Du willst noch Zigaretten holen. Danke. Vertragt ihr euch, Mama, wenn du wieder gesund bist? Dann wird alles ja gut. Dann wollen wir alle wieder zusammen. Papa geht mit uns Fußball spielen.
Du musst nicht weinen, Mama, weil Papa ja bei uns aufpasst. Und Papa wird nie mehr in die Kneipe gehen. So, ich glaube, jetzt wird es Zeit für euch, ja? Sag Tschüss zu eurer Mama. Tschüss, Mama. Nee. Tschüss, mein Schatz. Nee. Komm. So, tschüss. Die Jungs lieben ihren Vater, verstehen Sie? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sein Chef schmeißt ihn bestimmt raus, wenn er das alles erfährt. Sie wollen Ihren Mann nicht anzeigen? Das hat doch keinen Sinn. Es würde doch alles nur noch schlimmer machen. Frau Henninger, ich habe mit Professor Neureuther heute gesprochen. Er wird Ihren Mann nicht kündigen. Allerdings unter der Bedingung, dass er sich mit einer Entziehungskur einverstanden erklärt. Glauben Sie, dass er das schaffen kann? Ich glaube, dass Sie es schaffen können. Ihre Familie. Ich komme morgen noch mal vorbei. Wir werden einen Weg finden. Danke, Doktor. So, jetzt langt's mir aber. Du benimmst dich wie eine launenhafte pubertäre Zicke, der man das Spielzeug weggenommen hat. Könntest du vielleicht an die anderen Bewohner dieses Hauses denken und etwas Rücksicht nehmen? Wenn schon nicht meinetwegen, dann vielleicht um Ellas Willen? Oh, Entschuldigung. Ich habe ganz vergessen, wie sehr euch momentan Geräusche stören. Selbst wenn es ein niedliches Babygrummeln ist. Okay, Kind. Lass uns darüber reden. Aber wie zwei vernünftige Frauen. Eben hast du noch gesagt, ich wäre eine pubertierende Zicke. In der Schule scheinst du nicht so zart beseitet zu sein. Also wenn ich nur die Hälfte glaube von dem, was mir Frau Müller berichtet hat, dann scheinst du ganz schön auszuteilen. Na und? Die Kerle in meiner Klasse, die verstehen es doch nicht anders. Bis auf einen gewissen Florian vielleicht. Was hat der denn damit zu tun? Die pubertäre Zicke war blöde. Sag mir bitte, was hast du dir denn dabei gedacht, Vati einfach zu erzählen, dass Mechthilds Schwester das Kind adoptieren wollte? Das hat sie wirklich so gesagt. Naja, so ungefähr. Ungefähr kann man nicht adoptieren. Naja, wir hätten es doch dann nehmen können, wenigstens bis die mit dem Bau fertig sind. Ihr hättet nichts machen müssen. Ich hätte mich schon um sie gekümmert. Außerdem, die Linde überredet ihren Mann sowieso. Ich hab dafür einen Blick. So, so. Der ist da, glaube ich, ganz anderer Ansicht. Und wenn wir die kleine Mechthild behalten hätten, ganz abgesehen davon, dass wir uns dafür strafbar machen, wie hättest du dich um das Kind kümmern wollen? Na, spielen mit ihr und alles. Und alles? Immerhin. Hättest du sie in die Schule mitgenommen, oder was? Für die kurze Zeit wärst doch du da gewesen. Ich kenne diese kurzen Zeiten. Trotzdem, ihr hättet sie nicht in diese blöde, sterile Klinik geben dürfen. Weil die da so grausam sind, oder weshalb? Einverstanden, heute Morgen ging alles reichlich hektisch zu. Wir können ja noch mal mit deinem Vater darüber reden. Ich habe sicherheitshalber alle Termine für diese Woche abgesagt. Mann, du bist doch die Größte. Dein Vater wird nicht begeistert sein. Hat er schon wieder den Schlüssel vergessen? Toll, Daddy, du hast dir doch noch anders überlegt. Tja, ging nicht anders. Darf ich auch mal halten? Schön, aber vorsichtig. Da wirst du heute im Gästezimmer schlafen müssen. Dahin werden wir dich wohl für die nächsten Tage delegieren müssen. Du bist schließlich unser Ernährer. Koller wollte noch mal mit den Schönherzens reden. Vielleicht hat sich Lindesmann umstimmen lassen. Und wenn nicht? Dann müssen wir eine andere Lösung finden. Oh, ich nehme sie mal. Ich glaube, sie muss mal. Ja. Nein, ich glaube, sie hat schon. Du machst das wie ein Profi, Mann. Ich bin Profi. Auch wenn du als meine letzte Trainingseinheit schon ein paar Jahre zurückliegst. Eigentlich könntest du doch so ein Würmchen nirgendwo besser haben als bei uns. Erfahrene mütterliche Pflegebasis gepaart mit medizinischem Katastrophenschutz. Das wäre doch ideal. Also ich denke, das haben wir schon geklärt. Man wird doch wohl seine eigene Meinung noch ändern dürfen. Vielleicht ist es die Linde Schönherz. Guten Abend. Das sind deine Eltern, ne? Ah. Guten Abend. Benno Schönherz lässt sich nicht kaufen. Das war der einzige Satz, den ich heute von ihm gehört habe. Wieso kaufen? Naja, ich hatte ihm angeboten, seine Umbaukosten mitzufinanzieren und ihn später dann einen monatlichen Betrag zusätzlich zukommen zu lassen, sodass es dem Kind, beziehungsweise den Kindern, an nichts fehlen würde.
Genau das war wahrscheinlich falsch. Er war völlig verschlossen. Und was hat Linda dazu gesagt? Hat zuerst gebettelt, dann hat sie geflucht, zum Schluss hat sie geheult. Und dann bin ich gegangen. Felix, wir müssen eine Entscheidung treffen. Das Kind kann ein paar Tage hier bleiben, aber das ist keine Lösung. Ich weiß. Ich fürchte fast, wir müssen sie zur Adoption freigeben. Ihr Kind einfach weggeben? Warum haben Sie es denn überhaupt gemacht? Haben Sie gar kein Herz? Keine Verantwortung? Das ist ein Mensch und keine Rolex-Uhr. Just for fun und top, was? So, Heinke, jetzt reicht's. Bitte geh in dein Zimmer. Entschuldige, Felix. Es ist schon gut. Ich verstehe Heinke, ja. Aber versteh du mich bitte auch. Gerade weil ich mich verantwortlich fühle für Mechthild, möchte ich, dass sie in einer Familie aufwächst. Und wenn es geht, auch mit Geschwistern, so wie es bei den Schönherzens eben ist. Mechthild braucht eine Familie, in der sie geliebt wird. Und das kann ich ihr nicht bieten. Jedenfalls zur Zeit nicht. Ich könnte sie doch höchstens in Pflege geben. Deutschland, Schweiz, was weiß ich wo. Willst du das für besser? Für verantwortungsbewusster? Entschuldige bitte. Hast du nicht im Ernst gedacht, dass du mit deinem Geld eine Familie für Mechthild kaufen kannst, oder? Ich hätte mir auch alles anders gewünscht. Es ist spät. Wir sollten die Formalitäten morgen besprechen. Ich wäre gerne für dich da. Mein Kind. Keiner mag sich um dich kümmern, kleine Mechthild. Dein Vater kann nicht, meine Eltern wollen nicht, ich darf nicht. Nur gut, dass du das alles noch nicht begreifen musst. Aber ich begreife es auch nicht. Du bist ungerecht, mein Kind. Aber ich verstehe dich. Hat Herr Koller vergessen, seinem Kind seine Kontonummer dazulassen? Die Linde Schönherz, die hat dich wirklich lieb gehabt. Aber wer auch immer dich kriegt, ich komme dich immer besuchen. Und ich pass auf, dass es dir wirklich gut geht. Heinke? Ach, guten Abend. Ich glaube, da möchte jemand sein Kind in den Arm nehmen. Benno Schönherz hat zwar den dicksten Schädel südlich vom Nordpol, aber auf sein Herz kann man sich verlassen. Draußen im Ort.